Zunächst wusste nur Mutter Natascha Ochsenknecht vom Babygeschlecht. Der Arzt schickt ihr ein klares Foto in einer bestimmten Farbe, wie sie in der Doku-Soap erklärt. Bei einer blau-pinken Genderreveal-Party auf dem Chianinahof in der Steiermark, wo die werdenden Eltern leben arbeiten, lüftet sie dann das Geheimnis für alle Anwesenden der Chianino versammelten Freunde-Familie bei Luftballons, Kuchen der Hüpfburg. Um das Geheimnis zu lüften, fand auf der Hüpfburg ein kleines Sumo-Match zwischen Babygirl und Babyboy statt. Am Ende kürte der 58-jährige Babyboy zum Sieger. Auch blaue Konfettikanonen bestätigt das Geschlecht. Es wird ein Junge.